Hallo, Stia, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Stia. Interessant. Interessant, ja, tatsächlich. Synchronisierung mit Sternzeichen Wassermann und Skorpion. Hier hinter dem Deck zeigt sich für dich vierte Kerlchen. Und vierte Kerlchen ist eine Karte, man sieht eine Person, die Langeweile hat. Ja, es tut sich nichts, es passiert nichts. Ja, also ich warte und es tut sich nichts hier in der Situation. Das ist eine Karte, die natürlich über eine unerwiderte Liebe reden könnte. Unerwiderte Liebe. Diese Energie zeigt sich. Ja. Sternzeichen Stier, wie du hier. Ja. Der Hierophant. Die Karte der Narr. Und vierte Kerlchen. Ich spüre hier irgendeine Befreiung hier, ja. Also die Karte der Narr spricht auch über eine Befreiung, einen Loslassen. Ja, ist das vielleicht ein Wunsch? Ja, ich würde gerne, ja, vielleicht eine Situation, wo ich gerade befinde ich mich in einer Situation, ich fühle mich nicht wohl da, wo ich bin. Ja, also eigentlich würde ich gerne mich befreien, loslassen oder eine Reise machen. Schauen wir mal jetzt zusammen, Stier, ja? Die Karte der Narr, du siehst ja, ne? Du hast hier die Karte, die Kraft, der König der Stäbe, du siehst ja, Sternzeichen Löwe und vier Schwerter. Vier Kerlchen zeigt sich ja schon hier, vier Kerlchen und die Nummer vier. Vier, vier zeigt sich, vier Schwerter. Also, Stier, diese Karte hast du vorherige Woche nur gehabt. Diese Karte hat sich nur bei dir gezeigt. Diese Karte spricht über eine Person, die am Heilen ist. Ich bin am Heilen, ich bin krank und ich muss heilen. Oder ich arbeite viel, weil der König der Stäbe ist auch da. Der König der Stäbe ist der König der Arbeit. Also ich arbeite sehr viel, ich bin müde, ich muss mich ausruhen. Ich muss Energie tanken, ja. Mehr schlafen vielleicht wäre hier auch nicht schlecht. Also man muss ein bisschen mehr schlafen, mehr, ja. Vier Schwerter sprichst du über die Gedanken, Stier. Eine Person, die sehr stark am Nachdenken ist, ja. Also die Gedanken sind hier bei dir, schon mittlerweile 2 Wochen schon. Die Gedanken, ja. Also, die Gedanken ist die Arbeit. Ich überlege über diese Situation, ich überlege über die Arbeit. Das ist der König der Arbeit hier. Sternzeichen Löwe, wie gesagt, zeigt sich sehr stark bei dir. Sonst Schütze oder Sternzeichen Widder. Feuerelement zeigt sich schon. Ich spüre hier eine Energie mit sehr viel Kraft. Stier. Diese Person hier zeigt schon sehr viel Kraft, ja? Wer die Person jetzt für dich ist, weiß ich nicht. Aber es ist eine Person mit sehr viel Charakter, mit sehr viel Temperament, ja? Und das ist ein König der Stäbe mit die Karte die Kraft. Sternzeichen Löwe. Und dann hier
Viele Schwerter, die Gedanken. Schauen wir mal jetzt weiter. Stier. Es gibt eine Leidenschaft hier. Die Karte, die Kraft, spricht ja auch über eine Leidenschaft. Aber auch Konditionierungen. Konditionierungen. Warum? Zwei Menschen aus verschiedenen Ländern. Verschiedene Länder, verschiedene Kontinente. Ja, es gibt sehr viele Unterschiede zwischen zwei Personen. Nicht nur Hautfarbe, ja, tatsächlich. Also eine Person kann schwarz sein und die andere Person weiß. Schwarz-weiß. Diese Person, du siehst, diese Person ist dunkler. Ist das ein Problem? Nein, ist das kein Problem. Aber wie gesagt, ich sehe hier eine Konditionierung. Wir wissen ja, es gibt Kulturen oder manche Erziehungen, religiöse Erziehungen, wo die Familie sagt, wir sind damit nicht einverstanden, dass du mit einer Person bist, die jetzt weiß ist. Oder mit einer Person bist, die eine andere Religion hat. Wir sind ja nicht damit einverstanden, zum Beispiel, ja. Die Religion, die Nationalität, Altersunterschied, ich sehe Konditionierungen hier. Ja? Ja, Probleme habe ich heute mit meinen Spinnen schon. Schauen wir mal weiter jetzt. Stier. Interessant ist die Energie schon. Also an etwas denkst du ja. Gedanke. Ich meine jetzt. Also mittlerweile, Stier, sind schon 2 Wochen her, dass du noch am Nachdenken bist. Oder du bist, etwas hast du vor oder etwas möchtest du machen, eine Reise. Du hast hier eine Leidenschaft und diese Leidenschaft hat mit deiner Arbeit zu tun. Und das sind deine Gedanken, in manchen Fällen, dass du daran denkst. Nochmals 4 Kelchen. Und 5. Stäbe. Ich sehe viele Menschen bei dir, Stier. Wenn ich dir ehrlich bin, ja. König der Stäbe nochmals. Du musst Geduld haben mit mir. Schau mal, König der Stäbe nochmals hier. König der Stäbe, Königin der Münzen. Der Hierophant nochmals. Stehen Sie ein Stier wie du. Der Hierophant nochmals, König der Schwerter. Heute zeigt sich der König der Schwerter nur. Und ich spüre hier irgendwie eine interessante. Viele Menschen, du hast der König der Schwerter, der Hierophant, eine Königin der Münzen, König der Stäbe. Ich sehe hier eine familiäre Situation oder mehrere Personen sind hier. Die Leidenschaft zeigt sich ja und die Gedanken sind da. Schau mal jetzt bitte, Stier, du hast in der Mitte eine Königin der Schwerter. Luftelement zeigt sich bei dir. Sternzeichen Zwilling, Wassermann, Waage. Über Sternzeichen Wassermann haben wir auch gesprochen. Schaue bitte diese beiden Personen hier, die schauen sich an. Ich sehe hier eine Königin und eine Puppe. Nochmals, wir haben auch über eine Konditionierung bei dir gesprochen. Von wegen jetzt Altersunterschied, Nationalität, Religion und so weiter. Und wenn du schaust, schaue dir jetzt hier bitte. Also diese beiden Karten kamen nämlich so, aber schaue dir. Diese Person hier ist hellhäutig. Und diese andere Person dunkelhäutig. Ich finde es gerade nur interessanter, weil gerade mit dem König der Stäbe haben wir auch darüber gesprochen, über die Hautfarbe. Hier siehst du es noch besser. Hier ist dunkelhäutig und sie ist hellhäutig. Zum Beispiel jetzt. Ist das dein Fall? In manchen Fällen nicht, aber es könnte so schon über Altersunterschied reden. Oder sonst Religion. Auf jeden Fall habe ich bei dir sehr stark das Gefühl hier, dass du mit einer bestimmten Person eine große Konditionierung hast. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Und ich spüre schon hier diese Situation. Es gibt hier eine Leidenschaft tatsächlich. Ja? Nochmals 4 der Kirschen, die Königin der Schwerter.
Und der König der Stäbe. Ja, du siehst hier, in der Mitte hast du eine Königin der Schwerter. Und die Königin der Schwerter stellt sich schon auf eine Defensive. Ist eine Person, die sich auf eine Defensive stellt. Eine sehr mentale Energie hast du hier auf dem Tisch. Stier, weil der König ist auch da. Du hast König und Königin der Schwerter. König der Stäbe zeigt sich zweimal. Königin der Münzen auch. Hier sind viele Menschen. Ja? Und diese Energie hier ist eine Person, die sehr analytisch ist, sehr mental ist und irgendwie Entscheidungen trifft. Und wir können auch über dich reden, ja? Stier, dass du so bist momentan, sehr mental und sehr kalt bist und Entscheidungen triffst. Das ist der Grund, warum du hier am Nachdenken bist, weil du einen klaren Kopf haben möchtest, wenn du hier Entscheidungen triffst. Du hast hier König der Stäbe, Puppe der Schwerter, Puppe der Stäbe, fünfte Stäbe. Es zeigen sich hier viele Energien. Verschiedene Energien zeigen sich hier schon. Ja. Augenblick bitte. Und die Gedanken, ja, also man ist hier sehr, sehr, sehr stark am Nachdenken. Mein Gott, schau mal hier, bitte. Stier, für dich zeigt sich auch in diesem Garten auch diese. Und sogar du träumst hier. Du träumst mit einer Person sicher. Und was träumst du? Tja, du träumst sehr leidenschaftlich. Ja, man träumt hier. Man träumt hier mit einer Person. Und man bekommt hier auch Klarheit. Es gibt hier eine wichtige Verbindung mit einer Person, ja? Du hast nämlich diese zwei Karten, Zwillingsflamme und die Karte der Turm. Etwas geschieht hier. Gerade sehe ich die Nummer 13, 13 in meiner Uhr, Stier. Das ist die Karte der Tod. Sternzeichen Skorpion. Hier sind viele, viele Energien sehe ich hier. Wir könnten hier über Kompetenzen reden, Konkurrenzen, Kompetenzen, mehrere Beteiligten in einer Situation, mehrere Menschen, wie gesagt, und eine Entscheidung. Diese Karte zeigt sich. Vielleicht hat man hier eine Ähnlichkeit. Vielleicht siehst du so aus, Stier. Du hast hier eine Ähnlichkeit oder du hast hier mit so einer Person zu tun. Blick ins Innere. Sei geduldig, steht hier. Ja, Geduld muss man schon haben, diese vierte Schwerter ständig. Hier zeigt sich ein Tattoo am Oberarm. Tattoo am Oberarm oder ein Tattoo. Kosmische Verbindung, nicht von dieser Welt. Kosmische Verbindung, ich habe es dir ja gesagt. Mit der Karte, diese Karte, reden wir schon über eine wichtige Seelenverbindung hier. Eine Person, in manchen Fällen, eine Person muss hier heilen. Ne? Stier, das könnte auch möglich sein, weil mit der Königin der Schwerter in der Mitte zeigt sich diese Pflanze. Das ist Aloe Vera. Eine medizinische Pflanze. Diese medizinische Pflanze, also wir könnten hier, dass eine Person am Heilen ist. Interessant ist diese. Diese Karte für mich ist wie die Karte die Liebenden. Eine dritte Person zeigt sich hier. Ja. Zwei Menschen am Computer. Ja, Kommunikation über Internet oder eine neue Liebe. Ja, Stier, es zeigt sich hier eine neue Liebe für dich. Ja? Und Klarheit, viel Licht und Klarheit, ja. Das ist, was ich denke, bei dir auch.
Hier zeigt sich auch eine Kathedrale. Diese Kathedrale könnte auch über eine Hochzeit reden. Hier sieht man ein Kind mit einer Beinverletzung oder sonst eine Person mit Beinverletzung. Diese Karte sind nur Zeichen hier. Und hier eine Oma. Ich pflege meine Oma oder meine meine Mutter. Interessante Energie. Also, Stier, ich habe dir ja gesagt, ich sehe hier mehrere Energien eigentlich. Und das wird hier bestätigt mit dieser Karte. Mit dieser Karte wird das hier auch bestätigt. Es gibt irgendeine Leidenschaft, eine Leidenschaft, so eine Situation gibt es. Aber, ja, und die Nummer 3, ja. Die Nummer 3 ist hier und diese Karte spricht auch über eine dritte Person, ja. Aber diese Karte deutet auf Licht. Licht und Klarheit. Und das denke ich auch mit der Königin der Schwerter in der Mitte und vier der Schwerter. Du bekommst Klarheit in deine Situation hier. Denn es zeigt sich auch eine neue Liebe. Stier. Es zeigt sich hier eine neue Liebe. Die Leidenschaft ist ja da. Aber die Energie sagt dir, sei geduldig, langsam, aber sicher. Und Geduld hast du ja, weil du bist schon mittlerweile mehrere Wochen in einem Vier der Schwerter. Von da aus Geduld hast du ja. Und in manchen Fällen reden wir hier für dich über die Gesundheit. Ja. Sternzeichen Löwe, sehr stark bei dir. Stier, ja. Sternzeichen Löwe, Krebs, Fische. Wow. Hier wird schnell was geschehen. Stier, schnell wird hier was geschehen. Du hast die Karte der Turm zweimal. Die Karte der Turm zeigt sich bei dir zweimal. Diese Karte spricht über Veränderungen, aber auch schnelle Veränderungen. Interessant ist der Mond und die Sonne. Der Mond und die Sonne. Und das ist eine wichtige Seelenverbindung, wie wir gesagt haben. Wir reden hier über eine wichtige Seelenverbindung. Die Karte der Wagen. Also eine Person bekommt hier tatsächlich Klarheit hier. Stier. Jemand bekommt hier Licht und Klarheit, ja? Und trifft hier eine Entscheidung. Das kann natürlich auch Arbeit sein. Ja. Ja, ich glaube, man möchte hier nicht ausgeben. Ne? Die Kommunikation sehe ich hier. Also bei dir sieht man mehrere Energien. Ich betone es, weil tatsächlich muss ich es betonen, weil hier sieht man wirklich mehrere Menschen. Aber die Gründe sind verschieden. Es kann auch mit der Arbeit zu tun haben. Das ist der Grund, warum mehrere Menschen sich hier zeigen. Weil das ist tatsächlich so. Mehrere Konkurrenzen, Beteiligten und so weiter. Aber du bekommst Licht hier. Stier. Wenn du jetzt sagst, nee, ich glaube nicht, ich habe keine Klarheit in der Situation, ich weiß gar nicht, was ich machen werde, das wird sich ändern. Das ändert sich. Du bekommst hier Licht und Klarheit in dem, was du machen möchtest. Ja? Denn ja, es kann möglich sein mit diesen zwei der Schwerter, dass du hier nicht viel, nichts weißt, was du hier entscheidest, dass du das nicht so weißt, ja. Dass das eine Blockade ist. Ich sehe eine Blockade, aber Stier, es gibt hier ein neues Leben.
Das ist ein neues Leben. Es gibt hier eine neue Person, eine neue Liebe. Neue Liebe ist da. Der Herrscher zeigt sich. Ja. Sternzeichen wieder. Stier, Steinbock. Ja, ich denke, dass, also es kann möglich sein, dass du etwas blockiert bist, dass hier eine Blockade gibt. Ich weiß nicht, was ich entscheiden soll. Ja, das kann möglich sein. Du hast hier viele Menschen. Wenn das jetzt die Liebe ist, du hast hier viele Menschen. Und irgendwie, du wirst Licht hier bekommen. Du wirst sehr viel Licht hier bekommen. Und ich denke, etwas geschieht hier. Die Karte der Turm zweimal. Das ist Kommunikation von mir aus. Das ist Kommunikation und eine Situation verändert sich sehr schnell hier. Stier. Etwas verändert sich hier sehr schnell. Die Karte der Wagen sieht man auch. Nochmals eine Entscheidung, Klarheit und eine Veränderung. Das kann sich für die Crosswatchers auch spiegeln. Ich weiß nicht, wie du dich hier siehst. Stier, seit mehreren Wochen bist du in einem Vier der Schwerter und das redet über die Gedanken bei dir, dass du sehr stark über eine Situation nachdenkst. Sogar, dass du sagst, es handelt sich hier um eine Entscheidung, die ich treffen muss und ich bin ein bisschen blockiert. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Klar, es zeigen sich hier mehrere Situationen für dich, ja? Und das macht auch ein bisschen durcheinander. Und ich denke, nee, die Klarheit wirst du haben. Ja, du wirst schon Licht und Klarheit haben. Und das ist nämlich diese Karte. Ist deutlich, oder? Deutlich. Interessant, du hast den Herrscher und die Herrscherin. Der Herrscher mit der neuen Liebe und die Herrscherin. Blick ins Innere. Langsam, aber sicher. Also, Stier, ich weiß nicht, wie du das hier siehst, aber du hast eine wichtige Seelenverbindung auf den Tisch. Ja? Und das ist der Herrscher und die Herrscherin. Der Herrscher mit der neuen Liebe. Und die Herrscherin blickt ins Innere. Langsam, aber sicher. Und dann zeigt sich auch Zwillingsflamme. Und ich meine, jetzt nenne mich verrückt, aber die Sache ist, du hast auch kosmische Verbindung, nicht von dieser Welt. Und die neue Liebe. Okay. Ja, meine Kollegin hat noch eine Karte für dich. Und wir schauen mal jetzt, ich kenne die Karte auch nicht, ich habe die Karte noch nicht gesehen. Schauen wir mal, was die Karte für dich hier hat. Gibt es hier nicht, oder? Und warte mal kurz, diese Karte, zwei der Münzen. Zwei der Münzen, warte. Ich glaube, die hatte auch Skorpion, oder wie? Ja, Skorpion, glaube ich. Stier. Ich weiß auch nicht, was das ist. Du weißt ja, wie es das ist. Manchmal ist das extrem, die Synchronisierung mit den anderen Sternzeichen. Ist schon interessant, weil kann für dich noch eine Bestätigung geben, tatsächlich. Du hast zwei der Münzen. Also meine Kollegin, besser gesagt, hat diese Karte für dich rausgezogen. Zwei der Münzen. Interessant ist, dass du diese Karte auch hier oben hast. Diese Karte wiederholt sich. Diese Karte spricht über die Unendlichkeit. Die Unendlichkeit. Stier. Stier, du hast eine starke Seelenverbindung hier mit einer Person. Du hast, womöglich hast du mit deiner Zwillingsflamme zu tun. Ich bekomme keine Luft gerade. Ich bekomme keine Luft. Du hast wirklich möglich, mit deiner Zwillingsflamme zu tun. Das ist die Unendlichkeit. Das ist eine Karte, die sagt, nichts kann uns trennen. Ja, es ist egal, wie viele Leben wir hinter uns verlassen, wie viele Leben wir werden immer in Verbindung sein. Wir werden immer ständig verbunden. Ja, das ist eine starke Karte. Das ist die Nummer 8. Das ist die Karte der Unendlichkeit. Puh, Gefuerte, ich weiß auch nicht.
Stier, ich weiß nicht, du wirst wissen, was das hier ist, aber ich spüre hier eine starke Energie. Was ich denke, du hast möglich wirklich diese Zweifel sind da, aber nicht für längere Zeit. Warum? Weil du bekommst Licht und Klarheit. Ja, ich weiß, man wiederholt sich, aber ich muss dir sagen, du bekommst, etwas geschieht hier. Die Karte der Turm spricht über Veränderungen. Und du wirst hier Klarheit in der Situation haben. Aber es sind viele Karten, die darüber reden. Diese drei Birnen, diese drei Birnen reden darüber. Das Gericht, der Wagen, die Sonne und der Mond. Und ne, die Königin der Schwerter und vier der Schwerter. Starke Energie hast du hier. Das muss ich dir wirklich sagen. Stier, starke Energie hast du auf den Tisch. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist nämlich Ast der Kirschen, die neue Liebe. Und ich denke, eine Person genauso wie du, du hast mit einer Person zu tun, die genauso wie du ist. Zwei Menschen, die, ja, zwei Menschen, die irgendwie gleich sind. Ihr habt mehrere Unterschiede, darüber haben wir ja gesprochen, ne? Dass irgendwie viele Unterschiede gibt es hier zwischen euch. Und ich bin hier am Nachschauen, weil ja, so wie ich es gesagt habe. Langsam, aber sicher. Blick ins Innere. Die Herrscherin. Die Nummer 222. Ja, die Nummer 2 der Schwerter in der Mitte. 2 der Münzen, 2 der Münzen. Du hast eine Dualität. Stier. Und das ist sicher. Du hast eine Dualität hier. Du hast eine Dualität hier. Und das, was ich hier spüre. Ja. Stier, das ist die Energie für kommende Woche. Was ich erstmal sehe, ist diesen vierten Schwerter nochmals. Aber ich denke, irgendetwas wird hier geschehen, weil die Karte der Turm ist nicht unbedingt. Das ist abrupt, unerwartet. Ja. Und die Karte der Turm zeigt sich auch nochmals hier. Von da aus, ich spüre etwas. Etwas geschieht hier. Und denn du bist immer noch in diesem Vier der Schwerter. Die Gedanken sind da, aber etwas wird hier geschehen. Man bekommt hier wirklich viel Klarheit in der Entscheidung hier. So spüre ich die Energie und so sage ich dir es auch. Stier, du wirst wissen, was das wohl für dich ist, ja. Weil interessant ist deine Energie schon. Ja. Ja. So spüre ich die Energie und so sage ich es jetzt auch. Also, Stier, ich danke dir für deine Likes, deine Abos. Dankeschön und wir sehen uns bald. Danke, tschüss.